Leute, es ist so heiß und es ist gerade mal 9 Uhr morgens. Ja, ich bin gerade auf dem Weg zum Bahnhof und zwar, was ich euch gestern gar nicht erzählt habe, ist, dass ich ein paar Tage mehr in Tokio sein werde. Und zwar 3 Tage, um genau zu sein. Ich wohne diesmal ein bisschen außerhalb vom Zentrum, bin jetzt aber gerade auf dem Weg nach Shinjuku, denn wir haben heute 2 Sachen auf dem Plan. Und zwar erstens treffe ich mich mit der Yuku vom Kanal Yuku Hase. Und ja, sie macht auch Videos und zwar lebt sie in Deutschland und besucht immer ihre Familie in Japan und macht dann Videos. Ich hoffe, ich erzähle gerade nichts Falsches, aber der Kanal ist in der Videobeschreibung verlinkt. Und wir versuchen erstmal zusammen in Cinema Row Café zu gehen. Wir haben keine Reservierung und nichts und versuchen es einfach auf gut Glück. Also schauen wir mal, ob das klappt. Und danach passiert heute etwas, worauf ich mich schon sehr, sehr lange freue. Denn wir werden heute zur VR Zone in Shinjuku gehen. Und die, die mir auf Twitter folgen, werden wissen, was das bedeutet. Und zwar werde ich heute ein Eva in VR steuern. Ich werde Mario Kart im VR spielen und 2 andere Spiele darf ich mir noch aussuchen. Ich bin mal mega gespannt, wie das Ganze wird. Ich hoffe, dass ich irgendwie daraus einen coolen Vlog machen kann. Ich gebe mir größte Mühe. So viel Gelaber am Morgen hier. Ich bin jetzt gerade in der Seitenstraße, weil ich nicht an der Hauptstraße lang gehen wollte, weil die echt laut ist. Wir kommen jetzt gerade wieder auf die Hauptstraße zu, deswegen fangen wir das Video einfach an. In Shinjuku am Marui Annex oder so heißt dieses Gebäude und zwar ist hier das Cinnamon Roll Café. Wir schauen jetzt mal, ob wir da einen Platz finden und die Yuko ist auch bei mir und auf geht's! Wir sind jetzt drin im Café und die Karte ist schon ein bisschen günstig. Das sind hier einfach nur so ausgedruckte Papierblätter. Da hätte ich ein bisschen mehr erwartet, aber das Essen sieht auf jeden Fall echt lecker aus. Unser Essen ist gerade angekommen. Sieht das nicht süß aus? Was ist Omelette auf Deutsch? Reisomelette? Reisomelette? Würde man das so sagen auf Deutsch? Reisomelette? Wahrscheinlich. Die sind so flauschig, es ist unglaublich. Ich kann es gar nicht beschreiben, es ist einfach so weich. Ich war jetzt mit der Yuku gerade dann noch kurz Pudika-Bilder machen und jetzt bin ich auf dem Weg zur Shinjuku We Are Zone und ich sehe sie schon. Oh, ich freue mich. Ich treffe mich auf jeden Fall jetzt mit den anderen Austauschstudenten und wir gehen in die We Are Zone.
die Person gar nicht wusste, was abgeht und die andere kannte ich nicht, aber es war mega gut und ich würde es am liebsten nochmal machen. Wir haben uns jetzt mal ein Spiel ausgesucht, wo man nicht so lange warten muss, und zwar das hier. Da muss man nur 15 Minuten warten, beziehungsweise eigentlich gar nicht. Und ja, wir klettern jetzt in die Niragara-Fälle sozusagen. Immer so anstrengend, dass es jetzt erstmal ein Eis gibt. Zum Schluss, zum Schluss haben wir uns jetzt doch noch mal in eine etwas längere Schlange angestellt, und zwar geht es hier zum geflügelten Fahrrad mehr oder weniger. Es ist sozusagen ein Fahrrad, wo man dann durch die Luft mitfliegt, und es sieht recht spektakulär aus, was man dann auch so darunter sieht. Also irgendwie wie so ein Canyon oder irgendwie sowas. Und dieses Mal gibt es kein Handtuch, sondern so eine Art Rock, den man sich irgendwie Mitte der Oberschenkel dann umbinden muss, damit man halt eben noch Fahrrad fahren kann. Dann fallen wir mal in die Schlucht. Das mit dem fliegenden Fahrrad war übelst cool. Also man muss zwar ein bisschen treten, ist auch ein bisschen Kraftaufwand, aber es ist so cool, weil man dann durch die Gegend gleitet. Dann irgendwie ein Schloss und keine Ahnung. Die sagen dann einem auch so ein bisschen, also geben einem Tipps, wie man, oh, ihr seht mich gerade ganz schön länger, ja, wie man besser durch die Gegend kommt, wo man lang soll und keine Ahnung, es ist echt cool gemacht. Du fällst euch fragt, was das hier ist. Das ist so eine Maske, die man hier so aufsetzen muss, aus Hygienegründen. Ja, und weil zwei Leute von uns schon etwas eher abgehauen sind, haben wir jetzt noch zwei Tickets über, mit denen wir jetzt nochmal in so eine Art Escape Cube gehen. Vier Spiele, wir haben es ein bisschen im dritten Spiel geschafft, das haben wir nicht zu Ende bekommen. Aber ja, damit beenden wir den Tag jetzt hier in der VR-Zone und wir werden jetzt noch ein bisschen was essen gehen, aber ich denke, ich werde den Vlog hier beenden. Und ich hoffe, ihr fandet es interessant, ich würde das Ganze echt mega empfehlen. Es ist übelst cool, es lohnt sich, auch wenn es echt teuer ist. Wir haben jetzt für das Ganze heute hier für vier Spiele plus Eintritt irgendwas um die 35 Euro, glaube ich, bezahlt. Das ist recht teuer, aber man kann hier auch echt gut Zeit verbringen. Es macht sehr viel Spaß. Deswegen, wenn ihr in Tokio seid, checkt das Ganze mal aus. VR Zone Shinjuku. Ich würde es echt jedem empfehlen. Und ja, damit beende ich das Video. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.